101 Leben, was uns bestätigt, man kann mehr als 100 Leben haben. So, gibt das. Yeah, ah, oh, hier yeah, wieder groß sein, das ist schön. Okay, das Ding trägt mich bis... Gibt das und dann fällt es oder so. Oder macht er noch mehr? Keine Ahnung, wahrscheinlich war das echt schon alles. Dann wollen wir weiter auf die nächste Plattform. Ja, ich muss diesen Geistern leider vertrauen. Vor allem, ich weiß nicht, ob ich auf die nächste schon springen sollte oder einfach weiter sollte. Das ist jetzt auch noch so ein Thema. Das ist eine Münze. Oh, warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Ah, wie fies. Na gut. Dass ich die einfach aufgelöst habe und die anderen dann rechts waren. Ich durfte nicht vorher drauf springen. Das war die Nummer. Ja, ich verarsche mich immer, oder lass mich eher jedes Mal wieder von vorne davon verarschen. So, komm. Das wissen wir wenigstens. Okay, dann gehen wir mal ganz entspannt den Weg hier lang. Und ganz... Ja genau, der geht dann hier hoch. Hätte ich das mal vorher gewusst. Oh. Ich weiß nur nicht, ob ich... Wann ich auf eine Plattform soll und wann ich... Ich hoffe, ich habe soweit alles richtig gemacht. Sieht aber ganz okay aus, glaube ich, bis jetzt. Was machen wir hier? Ey, nicht abhauen. 7... Und 8. Hey, wir haben es geschafft. Das ist meine Belohnung. Ah, okay. Die schwächste Zahl, die man denn hätte bekommen können. Geht natürlich voll an mich. Gut, dann weiter. Oh, fuck. Mein DS ist rot. Mein 3DS. Aber er blinkt noch nicht rot. Das heißt, ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ja, ein paar Minuten spiele ich jetzt noch. Moment. Egal, was hier passiert. Ich will hochfliegen. Auch wenn man so vielleicht hoch kann. Ah, okay, seht ihr? Da ist schon alles. Ich weiß nicht, was es mit diesen Türen auf sich hat. Ich vertraue diesem Plattform auf jeden Fall nicht. Gehen wir mal in die erste rein. Wir wollen ja nur noch die dritte Münze haben. Oder eventuell ein Secret Exit. Das kann ich ja euch nicht sagen. Oh, da war ja gar kein Boden. Also gut, dass ich noch so umgekehrt bin. Okay. War halt für ein Leben. Diese Passage. Wo bin ich jetzt? Achso, auf der anderen Seite davon. Gut, dann in dem Fall wollen wir auch in die dritte Tür. Beziehungsweise die zweite Tür. Weil. Ach, da oben ist auch noch eine. Okay, seht ihr, es gibt noch voll die Sachen hier. Wir suchen weiter. Man kann sich nicht eigentlich. Und dann auf eigene Faust so ein bisschen erkunden. Zum Beispiel hier. Ja. Gut. Zufällig kann ich das hier aufbrechen. Zufällig würde ich sagen Secret Exit. Yeah, ey, cool, Mann. Wir haben Secret Exit gekriegt. Das war ja tricky versteckt. Und es war ja Voraussetzung, dass man die das Raccoon Suit auch hat, damit man das auch aufmachen kann. Und das für mich bestimmt... Ah, okay, das macht den Weg da auf. Naja, ich hätte jetzt eher an die Kanone gedacht. Aber gut, dann halt das. Das ist aber so ein Kritikpunkt, da ich einen habe an dem Spiel. Oder allgemein der New Super Mario Bros. Reihe normalerweise. Wenn es nicht gerade newer Super Mario Bros. Ist, dann werden Secret Exits einem nicht verraten, ob es eins gibt oder nicht. Man, also ich hätte das jetzt nicht eigentlich so normal wissen können. Oh, kann ich hier vielleicht auch langfliegen? Das wäre echt cool, wenn ich das... Glaube ich, reicht aber nicht aus. Ne, dann. Ne, aber ich brauche ja. Ich reiche ja, wenn ich hier lang gehe. So, weil. An sich habe ich ja alles. Seht ihr, man kann ja richtig schnell schon. Ach ne, da kommt ja auch diese Stelle, stimmt. Ich würde sagen, ja, man ist ja ganz schnell wieder da, wo man. In dem einen Raum, wo ich auch mal geflogen bin, aber. Es gibt ja noch das. Und jetzt sind wir da. So, und jetzt fliege ich noch in diese eine einzige Tür rein, wo ich noch nicht war. Nämlich die hier. Und hoffe einfach mal für eine dritte Münze. Und
Okay, wir können hier rein. Wir können es aber lassen. Oh, da ist sie. Gut. Boah, wenn man fliegen kann, dann ist man wirklich sehr viel besser dran. Weil ich konnte durch so einen einfachen Sprung jetzt einfach alles holen. Ey, was heißt denn das? Achso, dann heißt das, ich muss... Ach, die tragen mich einfach nach oben. Okay, ich habe voll die bösen Sachen erwartet und bin immer hochgeflogen. Weil ich denen nie vertraut habe. Ja, dann müssen wir ja einfach den Weg gehen. Oder fliegen. Ah, okay, das war's mehr. Ach, die... Okay, wo ist denn das restliche Stück? Ah, hier. Fuck. Haben die mich verarscht? Sterbe ich jetzt oder kann ich von vorne? Ich sterbe. Ihr miesen Ratten, ich muss das gesamte Level von vorne machen. Wisst ihr das eigentlich? Also, nicht ihr seid die Ratten, aber Mann. Echt, weil ich das Ding halt einfach auflösen. Okay, nein, ich habe einen neuen Plan. Ich habe einen Plan, passt auf. Gleich kommt mein Plan. Sekunde. Also Sekunde, ich muss erstmal an diese eine Stelle zurück. Und dann. Es gibt ja keine Checkpoints in Geisterhäusern, das ist ja das Gemeine. Und ich bin auch so ein bisschen unter Druck gesetzt wegen, naja, der Tatsache, dass mein DS halt rot leuchtet. Das heißt, ich sollte eigentlich möglichst bald aufhören. Mein Aufladekabel ist natürlich da hinten an meinem Bett. Ich habe den DS nie, ich spiele nie mit dem DS in meinem Bett oder so, ja. Aber trotzdem, das Aufladekabel liegt da auf dem Tisch daneben. Warum auch immer ich das eingelegt habe, ja. Was soll's. So, ganz einfach, mein Plan ist, eigentlich das gleiche zu machen wie eben. So, ich bin hier so, was ist das? Das geht nach oben. Wenn das nach oben geht, Moment, dann kann ich ja eigentlich auch fliegen. Und dann machen wir das auch. Ach, toll, So, da oben ist ja eigentlich schon Ziel. Nein, keinen Wandsprung machen. Egal, rein da, einfach rein da, einfach rein da. Und dann hier hoch. Das ist der Plan jetzt gewesen. Und dann ist man ja auch... auch da am Ende. Okay, keine Ahnung, was ich hätte tun sollen. Ich hatte jetzt nicht mal Bock, mir das anzugucken. Wollte einfach nur raus. Warte mal, wo ist denn die scheiß dritte? Oh mein Gott, ich habe die scheiß dritte Münze trotzdem nicht. Was habe ich denn falsch in meinem Leben gemacht? Wieso checke ich das jetzt erst? Ey, ich bin ja so ein Penner, Alter. Egal, machen wir noch das Level. Ich komme einfach nicht drauf. Klar, wieso habe ich ein... Ich hab's einfach... Ich weiß nicht, wie, wo die überhaupt ist. Erstmal. Und dann weiß ich auch nicht. Naja. Ich weiß einfach gar nichts mehr. Hätte ich jetzt eine... Ich hätte die Goldmünze gebraucht. Nicht Goldmünze, sondern Gold Power-Up. Shit. Sonst hätte ich ja nicht reingekommen. Nicht, dass die erste Münze jetzt da drin ist. Und ich nichts dagegen tun kann. Das war ich ja vorher nicht. Okay, ein riesiges rollendes Teil. Okay, er tötet die Blooper. Ich folge dem mal. Da können wir auch... Kann der mir den Weg aufmachen? Ich glaube jetzt nicht dran. Oh, mein Pilz ist noch da, nett. Ah, okay, das bringt mir echt gar nichts. Durchsuch mal die Röhren mal. Nix, nix. Auch nix. Oh, Mann. Okay, was hiermit? Wie breche ich das auf? Oh shit. Komm, schnell nehmen. Ah, ich weiß nicht, wie ich das aufmachen soll. Ah, hier. Komm her. Dankeschön. Okay, der Blooper stirbt da noch nicht mal von. Das ist... Ah, jetzt hat er mich, ne? Na, er hat mich noch nicht ganz... Oh, und der eine mit seinen Kindern, Alter. Oh, hau bloß ab. Jetzt habe ich nichts mehr außer... Naja, das Großsein selbst. Vollblumen wäre natürlich geil. Da ist eine Münze. Oh, das wird... Okay, ich muss sie so ein bisschen verfolgen. Okay, die bleibt da an der einen Stelle stehen am Ende. Gut, ich dachte, die würde bis aus dem Bildschirm einfach rausgehen. Sammeln wir Checkpoint schnell auch ein. Okay. Auf jeden Fall die eine Münze, die wir verpasst haben, naja, mache ich irgendwann mal. Ich... Oh. Will jetzt irgendwie nicht... Es ist ja nicht mal wirklich schwer, das Geisterhaus, aber es ist so, ach, keine Ahnung, ein bisschen nervig, dass ich jetzt nochmal rein muss. Das Problem ist, wenn ich nicht jetzt auch direkt reingehe, dann habe ich auch irgendwann das Level
vergessen, wie es aufgebaut ist und suche dann nochmal alles quer durch. Find wahrscheinlich auch aus Versehen das Secret Exit. Okay, hier kann ich rein. Naja. Oh shit. Kann ich in irgendeine... Die blaue. Nein, ich habe jetzt die blaue nicht nachgeguckt. Wetten, die blaue konnte ich rein. Hätte ich reingekonnt und da ist die dritte Münze gewesen. Wetten. Ah, ich wette, es ist so. Nee, warte. Oh, da kommt noch so ein Ding angerollt, oder? Komm, töte mal die Bloopers. Wäre cool von dir. Okay, er hat ein paar getötet. Ach, toll. Warte, was? Okay, komm, noch einer. Der wird doch wohl hier... Mach mal auf. Oder der da. Zumindest ist es die dritte Münze. Ey, das ist so ein gutes Zeichen. Okay, er hat den Blooper gekillt, das ist geil. Hier, mach auf. Dann hatte ich Unrecht zum Glück, dass die blaue Röhre da für irgendwas zuständig ist. Ich weiß nicht, ich vertraue diesem Spiel nicht. Der macht immer die fiesesten Sachen passieren hier immer. Deswegen ging ich einfach davon aus. Aber gut, jetzt haben wir es. Sind im Ziel gelandet. Ah, und mir tun immer auch die Hände richtig weh. Vom 3DS halten. Weil man hält das ja auch nicht entspannt. Ist ja nicht, als würde man Pokémon spielen. Bei Pokémon ist ja so, ja, man kann es so locker halten. Man muss manchmal so einen Knopf drücken auf A, ein bisschen laufen. Aber hier ist das richtig hart. Man muss den linken Daumen nach unten halten, weil unten das Steuerkreuz ist. Das ist schon ungemütlich. Und ja, rechts ist man eigentlich immer auf diese Knöpfe. Man ist ja fest am Draufdrücken. Erst recht auf dem Rennen und... Okay, erst recht auf Rennen und Springen. Mehr Knöpfe gibt es ja nicht, aber halt diese Sachen. Oh, jetzt blinkt das Ding rot. Dann speichern wir doch mal ab und beenden mal für heute. Ist das schon speichern? Ja. Klar. Ich hätte jetzt natürlich lieber normal gespeichert, aber ich bin jetzt so ein bisschen unter Druck wieder, weil das Ding voll am Blinken ist und ich weiß nicht, wie viele Minuten ich von da habe, bis es ausgeht. Wäre natürlich cool, wenn es über das USB-Ding sich auch aufladen könnte, aber naja. Gucken wir mal ganz kurz in den Münzrausch rein. Ich habe ja irgendwas Neues freigespielt oder so. Ich will nur mal was gucken. Ich weiß ja immer noch nicht, was das ist genau. Mario antreten. Achso, nein, nicht antreten, nicht antreten. Ich will das noch nicht machen. Das machen wir ein andermal. Beenden. Beenden, das machen wir alles schön nach dem Hauptspiel. So, diese drei Dinger. Konnte man nicht irgendwelche. Man konnte auch irgendwelche DLCs kaufen, oder nicht? Wie mache ich, dass ich mir DLCs da irgendwie noch angucken kann oder so? Keine Ahnung. Streetpass-Rekorde? Wow, tolle Rekorde. Ja, gut, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Zwei Spieler. Nur mal gucken, was es ist. Okay, schon mal gar nichts, weil ich den WLAN-Schalter aus habe. Ja, jetzt mache ich ihn mal an. Ich habe ja eh gar keinen zweiten Mann am Start. Aber cool, dass man zu zweit spielen kann. Beim ersten New Super Mario Bros. Teil, da habe ich mir so gewünscht, dass man zu zweit spielen kann. Das war bevor der Wii-Teil rauskam. Da gab es einfach nur Mario alleine, ne? Und zu zweit gab es nur diesen Battle-Mode und das war so cool. Ich will Luigi. Da ist Luigi. Ich würde so gerne Luigi spielen. Also nicht jetzt, sondern also im normalen, hier, im Einspielermodus. Aber irgendwie, keine Ahnung. Kann ich ihn nicht. LRA klappt nicht. Ich glaube, den könnte man vielleicht erst später freispielen, was blöd ist, weil hätte ihn gern jetzt schon gehabt. Egal. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich gefällt euch das Spiel soweit. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein.